Okay, ich habe jetzt schon viel verstanden, aber eine Frage habe ich noch. Warum sagen immer Leute, Mustabe Vollformat? Warum Vollformat? Weil Vollformatkameras sind teuer, sind groß, sind schwer und machen nicht kleine Kameras auch gute Bilder? Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu Teil 4 von Ansgars kleine Fotoschule. Heute geht es um ein tolles Thema, heute geht es um das Thema Objektiv. In den letzten Monaten habe ich wirklich sehr viele Zuschriften bekommen und Leute haben gefragt, welches Objektiv ich für welche Kamera empfehlen würde. Und vielfach haben sie auch gefragt, hey Ansgar, sag mal, ich habe ja bei eBay ein Objektiv gesehen, 70-210, so und so, ist das gut, soll ich das kaufen, soll ich es nicht kaufen? Und häufig kam dabei heraus, dass die Leute, die mich da sowas gefragt haben, viel Geld für einen Kamerakorpus ausgegeben haben, aber danach kein Geld mehr hatten für gute Objektive. Also da solltet ihr vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, wenn ihr euch meine Videos anschaut und ich vielleicht da irgendwie mal so ein bisschen was Lobendes über die wunderbare Nikon D800e erzähle, rennt nicht sofort in den Laden und kauft euch das, denkt auch an die Folgekosten. Also diese Kamera mit diesem 24 bis 70 mm Weitwinkel, diesem 16 bis 35 mm Weitwinkel und diesem 70 bis 210 mm Telezoom in Verbindung mit diesem kleinen Telekonverter, das schlägt ein richtiges Loch in eure Geldbörse. Also das ist echt richtig teuer. Und wenn ihr die Kohle für diese super tollen Objektive nicht habt, dann braucht ihr euch eigentlich auch so eine Kamera nicht zu kaufen. Ich rate dann dazu wirklich, vielleicht erstmal eine DX-Kamera zu nehmen. Irgendwas kleineres, vielleicht eine D7000 oder 7100. Das sind wirklich tolle Dinger, da macht ihr geile Fotos mit. Und wenn ihr die sowieso nur bei Flickr präsentiert oder in der Foto-Community zeigen wollt oder irgendwie so Ausdrucke so bis zu dem Format macht, ist das eigentlich völlig egal. Da sieht man kaum einen Unterschied, ob die mit so einem teuren Ding gemacht worden sind oder ob ihr die mit einer kleinen, preiswerten Kamera aufgenommen habt. Selbst mit dieser kleinen Nikon 1J2, die kostet mit dem Objektiv mit allem zusammen so vielleicht 250 Euro. Neu. Mit Garantie. Haben wir 10 Millionen Pixel und das reicht wirklich für eigentlich so alles, was man im fotografischen Alltag zu erledigen hat. Wenn man für diese kleine Nikon hier noch so ein preiswertes, extrem leichtes 18,5 mm Objektiv kauft, was hier so einer 50er Normalbrennweite fürs Vollformat entspricht. Ihr seht schon, das Ding kostet 350 Euro, das kostet 150 Euro. Das ist einfach klein, leicht, preiswert. Damit werdet ihr von anderen Fotografen, von Fotoamateuren nicht beneidet. Also die werden euch vielleicht ein bisschen belächeln. Aber ihr habt damit echt eine Menge Geld gespart. Ihr könnt damit tolle Fotos machen und das ist wahrscheinlich das, was mehr zählt. Also was nutzt euch eine Kamera, die sündhaft teuer war und ihr habt kein Geld für Objektive und ihr seid mit einem 50er Objektiv unterwegs und ihr seid jetzt im Zoo und ja, alles, was ihr fotografieren wollt, ist ein bisschen weiter weg und ihr kriegt das einfach nicht ordentlich vor die Linse. Das bringt eigentlich nichts. Also lieber einen preiswerteren Kamerakorpus, ein paar ordentliche Objektive und man kann später in 2-3 Jahren oder sowas vielleicht immer noch mal aufsteigen und sich dann irgendwann preiswert so eine D800 kaufen. So, das Objektiv habe ich euch schon gezeigt. Hier habe ich noch was. Das ist ein 30 bis 110 mm Objektiv und ihr seht schon, das ist wirklich extrem klein. Das ist auch sehr, sehr preiswert. Das kostet deutlich unter 200 Euro. Wenn man das an so eine Nikon 1J2 macht, die hat einen Verlängerungsfaktor von 2,7. Dann entspricht dieses Objektiv, wenn es ausgefahren ist, ungefähr einem 300 mm Teleobjektiv. Also das hat dann etwa die gleiche Brennweite wie dieses Ding hier mit dem Telekonverter da unten dran. Also das ist schon krass, oder? Also wenn ihr euch überlegt, der Telekonverter und dieses Objektiv kostet ungefähr 2200 Euro zusammen. Das ist drastisch billiger und ihr habt fast die gleiche Abbildungsqualität. Da müsst ihr euch jetzt echt mal überlegen, ob das sein muss. Ob man unbedingt eine Vollformatkamera braucht oder ob man nicht vielleicht auch hier so eine Nikon 1 oder sowas nimmt. Dieses Video, das ich jetzt gerade aufnehme, das nimmt eine Nikon 1 auf bei ISO 800 mit einem FT1 Adapter und einem Sigma 1,4 35 mm Objektiv. Dieses 35 mm Objektiv ist jetzt auf Blende 1,8 eingestellt. Also das hat jetzt so viel Tiefenschärfe. Also von hier bis hier ist es scharf. Mehr nicht. Wenn ich jetzt irgendwas hier hinhalten würde, wäre es unscharf. Wenn es hier hinten wäre, wäre es auch unscharf. Also selektive Schärfe mit dem Ding, gar kein Thema. Und das ist wirklich ein sehr cooles Objektiv.
wenn man halt mit einer DX-Kamera fotografieren möchte. Das entspricht so einem 50er Objektiv für die D800 oder eben auch die 700, die 600, ihr wisst das, wie die ganzen Dinge alle heißen. Das sind ja auch Formatkameras hier und diese schöne FM3A, die habe ich hier mit einem Objektiv bestückt. Das hier ist ein 85mm Objektiv und die größte Blende ist die Blende 2,0. Da ist viel Glas drin, das seht ihr schon. Ich mache es mal auf für euch. Also da kann man jetzt durchgucken und das ist schon sehr cool. Dieses Ding hat eine schöne Hintergrundunschärfe. Es ist kompakt, es ist brutal stabil gemacht und es funktioniert auch an der D800 richtig, richtig gut. Es hat natürlich keinen Autofokus. Aber wenn ihr euch so eine Linse kauft für eine D600 zum Beispiel, habt ihr wirklich ein tolles Porträtobjektiv. Also da müsst ihr nicht irgendwas kaufen, was 1000 Euro und mehr kostet. Solange ihr auf den Autofokus verzichten könnt und vielleicht einfach ein paar Bilder mehr macht, ihr habt vielleicht ein bisschen Ausschuss, weil ihr das eine oder andere Mal nicht so richtig fokussiert habt. Also, das ist mein Tipp. Nehmt einfach diese schönen AI oder AIS Objektive. Damit werdet ihr wirklich eine Menge Spaß haben. Und egal, was die Leute in den ganzen Internetforen schreiben, ich habe damit echt viel Spaß an der D800e und das Ding hier, das ist ein 1,4 35mm, ein AIS. Also dieses Objektiv ist von der Abbildungsqualität genauso gut wie diese AFS-Version. Nur haben wir hier halt einen Autofokus. Aber ihr seht schon, das Ding ist doppelt so teuer, das ist auch viel größer und das ist auch viel schwerer. Also es muss nicht immer sein. Man kann auch mit diesen Objektiven, die schon ein bisschen was älter sind, extrem gute Fotos machen und die sind wirklich super robust. So, jetzt sind wir beim Thema robust. Machen wir mal hier weiter. Das ist ein 18 bis 55 mm Objektiv, das ganz häufig im Set mit den preiswerteren DX-Kameras von Nikon verkauft wird. Also so eine D3000, D5000, sowas, da ist häufig dieses Objektiv dabei. Es gibt viele Leute, die hassen das Ding regelrecht. Und die tun das deswegen, weil man hier keinen richtigen Fokusring hat. Also wenn man sich mal dieses Objektiv anguckt, da habt ihr wirklich hier so was, das kann man also mehrfach rumdrehen, bis das mal voll ausgefahren ist. Also das ist schon richtig cool. Und bei diesem Objektiv fokussiert man hier mit so einer Viertelumdrehung. Ach nicht mal, das ist eine Achtelumdrehung. Das heißt, der Punkt zwischen scharf und nicht scharf, der ist hier wirklich im Zehntelmillimeterbereich, während ihr bei diesen Objektiven wirklich ganz feinfühlig scharf stellen könnt. Der Weg, um hier scharf zu stellen, ist einfach viel, viel größer. Das heißt, es ist deutlich einfacher, mit einem manuellen Objektiv sauber zu fokussieren, als mit so einem preiswerten Autofokus-Ding. Aber dieses Ding ist zwar komplett aus Kunststoff und man kann damit auch nicht manuell so richtig schön fokussieren. Das wird man eher mit dem Autofokus der Kamera verwenden. Aber trotzdem mag ich dieses Ding richtig gerne, denn es ist preiswert, es ist leicht und es liefert trotz allem wirklich gute Bildergebnisse. Da kann man wirklich sagen, was man will. Wenn man das ein bisschen abblendet, ist das ähnlich gut wie ein Objektiv, das ein Vielfaches davon kostet. Hier habe ich jetzt noch ein Objektiv, das ergänzt sich sehr gut mit dem. Also das ist ein 55 bis 200, das Ding ist ein 18 bis 55, also die schließen gut aneinander an. Das ist das Weitwinkel, das ist das Tele. So, und dieses Ding ist extrem preiswert. Das hat bei Amazon satte 109 Euro gekostet, neu mit Garantie und Gegenlichtblende und Objektivdeckung. Also schon cool. Diese beiden Objektive wären jetzt an einer Nikon D7000 identisch. Also, das ist ein 200er Tele, das ist auch ein 200er Tele. Dieses ist am Rand nicht so richtig ganz scharf. Dieses hat das gleiche Problem. Das ist also am Rand auch nicht so ganz exquisit wie in der Mitte. Aber das ist wirklich der äußerste Bildrand. Und das kann man im Zweifel einfach vernachlässigen oder wegkroppen. Oder man kauft sich die etwas neuere Version dieses Objektivs. Aber das Ding kostet locker 1800 Euro. Das Ding kostet gerade mal 100 Euro. Und an einer Nikon D5000 oder sowas, macht ihr mit dem Objektiv im Zweifel auch richtig gute Bilder und ihr werdet es auch einfach
viel häufiger mitnehmen, weil es eben klein und kompakt ist. Gerade wenn es so zusammengefahren ist, passt es ja noch fast in die Hosentasche. Also das Ding ist schon relativ schwer. Und wenn dann die Objektive noch größer werden, also der eine oder andere hat ja in den Videos, die ich schon so zum Thema Stativ gemacht habe, so dieses große 200 bis 400 gesehen. Das ist echt ein Monstrum. Das kann man kaum alleine tragen, wenn man noch ein paar andere Fotosachen dabei hat. Wer also ein bisschen die Wirbelsäule und die Geldbörse schonen will, nimmt das hier. Eine etwas bessere Abbildungsqualität kriegt man für ungefähr, sagen wir mal, 220 Euro. Das ist dieses hier. Das ist der große Bruder. Das ist das 55 bis 300, das ist 55 bis 200. Meine Freundin verwendet dieses Objektiv fast ausschließlich und die macht damit immer richtig geile Tierfotos. Also muss man wirklich sagen, das kann man echt empfehlen. AFS VR 55 bis 300 mm. So, wo habe ich sie? Da ist sie. Dieses Ding hier, möchte ich gerade noch kurz was zu sagen. Das ist eine sogenannte Streulichtblende. Die verwendet man nicht so. Also wer diese Streulichtblende so auf sein Objektiv montiert, der hat überhaupt keine Ahnung. Der müsste eigentlich bestraft werden. Ne? Die Dinger gehören so herum auf das Objektiv montiert. Und warum? Die heißen Streulichtblende und das hat auch einen Grund. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr fotografiert mit diesem Objektiv und da kommt hier so seitlich Licht an, dann schattet dieses kleine Plastikding schattet wunderbar die Frontlinse eures Objektivs ab. Und der Kontrast in den Bildern, der wird es euch danken, der wird nämlich, wenn ihr so eine kleine Streulichtblende verwendet, einfach drastisch besser sein. Und außerdem ist dieses Ding ein sehr guter Schutz, falls euch das Objektiv mal hinfällt. Es wird also immer erst auf die Streulichtblende fallen, die wird hier auseinanderbrechen, die hat regelrecht eine Sollbruchstelle. Und das Objektiv wird in den allermeisten Fällen wirklich heil bleiben. Damit wären wir schon beim nächsten Thema, Schutzfilter. Hey Ansgar, noch eine Frage. Was ist mit Filter? Es gibt Leute, die haben Polfilter, die haben Verlaufsfilter, die haben Blau-Grün-Filter, die haben alles Filter. Warum Filter? Ist nicht überhaupt Filter nicht notwendig? Ganz viele Leute kaufen sich teure, super teure Objektive und das Erste, was sie tun, ist, sie schrauben dafür 10 Euro einen billigen Skylight-Filter drauf. Ich habe das früher auch gemacht und ich habe es im Nachhinein bereut. Diese ganzen Objektive, die ihr hier seht, die sind alle noch heile. Da ist keine Frontlinse verschrammt und da war, seit ich sie benutze, eigentlich auch noch nie ein Schutzfilter drauf. So, und ich rate einfach dazu, achtet ein bisschen auf die Objektivdeckel. Wenn ihr das Objektiv verwendet habt und ihr seid fertig, macht ihr sofort wieder einen Deckel drauf und verwendet es gegebenenfalls konsequent mit einer solchen Streulichtblende. Weil das ist der beste Schutz für die Frontlinse, den ihr euch wünschen könnt, ohne dass ihr mit optischen Qualitätseinbußen zu kämpfen habt. Hier habe ich noch ein Objektiv, das möchte ich euch noch kurz zeigen. Das ist ein relativ altes Makroobjektiv. Das ist ein 105 mm Sigma. Die größte Blende ist 2,8 und dieses Ding hat keinen Bildstabilisator. Das hat kein Silent Wave Antrieb für den Autofokus. Also wenn man das manuell fokussiert, sieht man auch, da ändert sich richtig viel. Man kann aber hier einfach den Fokusring nach oben schieben und dann würde es zum Beispiel an der D7000, also an allen Kameras, die den Autofokusmotor eingebaut haben, wunderbar funktionieren. So, wer schon mal im Makrobereich gearbeitet hat, der weiß, dass man da so ganz, ganz nah an seine Motive herangeht und dann wirklich so, wirklich im Zehntel-Millimeter-Bereich den Fokusring hin und her dreht. Also, da braucht man keinen Autofokus, das ist alles Quatsch. Da braucht man auch keinen Bildstabilisator. Also, wer mit solchen Objektiven Makrofotos macht, der ist mit einem solchen Objektiv für vielleicht 150 bis 200 Euro genauso oder vielleicht sogar besser bedient als mit einer richtig teuren aktuellen AFS VR irgendwas Profilinse für 600-700 Euro. Das muss nicht sein, also mit dem Objektiv habt ihr eine Menge Spaß. Das ist also mein Tipp für alle, die in die Makrofotografie einsteigen wollen, die gleichzeitig ein leichtes Teleobjektiv haben wollen und die zur Not damit auch mal ein paar Porträts machen wollen. 105 mm ist ein geiles Ding, funktioniert sehr gut im Vollformat und ist auch im DX-Format wirklich eine ganz tolle Sache. Hier haben wir das
mit dem FT1-Adapter an so eine Nikon 1 macht, hat man überhaupt keinen Autofokus. Man muss manuell scharf stellen. Aber das ist dann krass. Das ist dann ein 300 mm Makroobjektiv und man kann die Sachen, die man damit fotografiert, 2,7 mal so groß abbilden auf dem Chip der Nikon 1, wie sie in der Natur, also wie sie im echten Leben halt sind. Also das ist schon ganz krass. Also das ist dann richtige Makrofotografie und das hat mit dem, was man halt von Zoom-Objektiven wie diesem hier kennt, die häufig als Makro-Zoom angepriesen werden, eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also wenn man ein Objektiv hat, bei dem man so auf 50, 60 Zentimeter an so ein Motiv herankommt, das ist keine Makrofotografie. Makrofotografie beginnt quasi an der Frontlinse. Womit ich schon beim nächsten Objektiv angekommen wäre. Hier habe ich das AFS VR 18 bis 200 mm. Viele Leute nennen es das Deppenzoom, weil sie die Leute, die in sowas fotografieren, eher belächeln, weil die ihre Objektive nicht wechseln. Aber das Schöne ist, Good News, man muss damit das Objektiv eigentlich kaum wechseln. Man hat damit ein ganz brauchbares Weitwinkel und ein ganz brauchbares Tele an allen Nikon DX-Kameras. Also das Ding hat einen Silent Wave Motor eingebaut, also einen eigenen Motor für den Autofokus. Es funktioniert also bei Nikon D3000, D5000 und so weiter ganz prima. Und mit 200 mm Brennweite muss man sehen, an der DX-Kamera entspricht das einem 300er Tele, also entspricht dem Ding hier mit Telekonverter und ist wirklich drastisch kleiner und liefert trotzdem, sagen wir mal, brauchbare Ergebnisse. Mit diesem 55 bis 300 habt ihr allerdings für wenig Geld mehr Abbildungsqualität und noch deutlich mehr Telebrennweite. Und da muss man einfach überlegen, ob man vielleicht diese beiden Objektive kombiniert, also 55 bis 300 und 18 bis 55. Das kostet zusammen rund, sagen wir mal, 350 Euro. Oder ob man nochmal 200 Euro drauflegt und sich ein Objektiv kauft, das also einen ähnlichen Brennweitenbereich abdeckt und man muss halt dann zwischendurch die Linse nicht tauschen. Hier habe ich jetzt das Pendant zu dem Objektiv hier, 18 bis 55, 24 bis 85, DX, FX. Das ist ein 24 bis 85 mit AFS, ohne VR, ein relativ altes Objektiv, kriegt man gebraucht für 150 bis 200 Euro. Und das Ding ist eigentlich ganz brauchbar. Also es ist verzeichnet ein bisschen tonnen- oder kissenförmig, je nachdem, ob es im Weitwinkel oder im Telebereich verwendet wird. Aber für Leute, die in die Vollformatfotografie einsteigen und nicht so das große Geld ausgeben können, ist das wirklich ein gutes Anfängerobjektiv. Das ist gegebenenfalls also eine gute Alternative zu diesem großen, schweren 24 bis 70 mm Objektiv. Also man kann zur Not mit dem Ding starten für wenig Geld. Und wenn man irgendwann mal richtig Geld hat, kann man halt upgraden und sich hier so ein Ding kaufen. Kommen wir zum Thema Weitwinkel. Hier habe ich was ganz Feines, ein 24 mm AFD. Also auch ein Autofokus, aber bei diesem Objektiv hat man keinen eingebauten Fokusmotor. Ihr seht es auch schon, den braucht man eigentlich auch gar nicht so richtig, weil der Weg hier relativ klein ist. Also bei 24 mm Objektiven kann man eigentlich noch gut entweder manuell fokussieren oder halt einfach mit dem Autofokusmotor arbeiten, der in der Kamera eingebaut ist. Wer bei der Fotografie ein bisschen mehr Flexibilität haben möchte, für den ist eigentlich dieses Objektiv auch eine ganz gute Sache. Das ist AFS VR 4-16 bis 35. Dieses Objektiv hat den schönen Vorteil, dass das Filtergewinde hier oben feststeht. Also egal wie man hier zoomt oder den Fokus bewegt, man kann hier einen Filter drauf schrauben, ohne an den optischen Einstellungen des Objektivs irgendwas zu verändern. Das ist ganz praktisch für Leute, die gerne Infrarotfotos machen. Also die können halt ihre Kamera auf ein Stativ stellen, können halt richtig fokussieren, können alles einstellen. Anschließend schrauben sie vorsichtig den Infrarotfilter drauf, machen ihr Foto und haben halt den Fokus dieses Objektivs damit nicht verändert. Das ist bei diesem Objektiv hier so eine Sache, weil sich bei dem hier, ihr seht es schon, der Objektivtubus immer schön hin und her bewegt. Also im Zweifel wird man dieses Objektiv beim Versuch, hier einen Infrarotfilter dran zu schrauben, schon ein bisschen defokussieren und hat dann halt hinterher unscharfe Bilder. Das ist nicht schön, das sollte man eher vermeiden. Und daher mein Tipp, wenn ihr mit Filtern irgendwas machen wollt, wenn ihr ein halbwegs preiswertes, wirklich sehr gutes Weitwinkel-Zoom-Objektiv kaufen wollt, das 16 bis 35, damit macht ihr nichts verkehrt. Wer nochmal 600 Euro drauflegen möchte und nicht mit Filtern arbeiten will,
Der kann sich auch das AFS 14 bis 24 mm kaufen. Das ist eine Blendenstufe lichtstärker. Das ist nochmal deutlich größer und schwerer. Für Zeitraffergeschichten und so weiter ist es vielleicht ein bisschen besser geeignet. Aber dieses Ding, finde ich, ist deutlich universeller. Ja, hier haben wir noch ein Ding, das habt ihr jetzt schon oft gesehen. Das ist das AFS VR 70 bis 200 mm, das ist eigentlich so mein Standardobjektiv, das habe ich fast immer dabei, das habe ich schon seit vielen Jahren und das ist inzwischen ein bisschen abgegriffen, das hatte ich schon wirklich bei Sandsturm in der Wüste und das habe ich mit auf dem Wasser gehabt und. Also bei Hitze und Kälte, das funktioniert immer noch ganz, ganz tadellos und das Schöne an dem Objektiv ist, dass hier hinten eine Rücklinse eingesetzt ist, die also feststeht und das ist hinten vollständig dicht. Also da kann kein Staub in den Spiegelkasten der Kamera kommen. Das gleiche gilt für die Frontlinse. Die bewegt sich auch nicht. Also die Länge dieses Objektivs bleibt konstant und das ist genau wie bei diesem Objektiv hier. Der Filterring ist hier außen und der hat überhaupt nichts mit dem optischen System zu tun. Also egal wie ihr hier fokussiert oder zoomt, ihr könnt hier anschließend noch einen Filter drauf drehen, Infrarotfilter oder so ein ND1000 oder sowas. Ihr werdet das Objektiv damit nicht defokussieren. In den letzten Wochen hat mich auch immer mal wieder so der eine oder andere Facebook-Freund angeschrieben, hat gesagt, Mensch, er hätte gelesen, dieses Objektiv wäre eigentlich erst bei Blende 4 oder Blende 5,6 so richtig, richtig scharf. Und warum man denn so viel Geld für ein Objektiv ausgibt, warum man denn nicht einfach hier sowas kauft. So, der Grund ist einfach, dass dieses Objektiv, dadurch, dass es so lichtstark ist, auch noch ein paar Vorteile hat. Ein großer Vorteil ist das helle Sucherbild. Also es ist für euch auch viel schöner, da durchzugucken, gerade wenn ihr auch vielleicht in Situationen fotografiert, zum Beispiel bei Konzerten oder sowas. Das Sucherbild ist einfach deutlich heller. Und das, was euer Auge heller sieht, sieht natürlich auch der Autofokus der Kamera deutlich heller. Das heißt, der Autofokus wird bei wenig Licht mit diesen Objektiven viel, viel besser funktionieren als bei relativ lichtschwachen Objektiven wie diesem hier. Wenn ich dieses Objektiv voll ausgedreht habe, hat das Blende 5,6, ist auch ein 200 mm. Hier geht also nur noch ein Viertel dessen an Licht durch, was hier durchgeht. Also ihr könnt euch schon vorstellen, wenn ihr mit diesem Objektiv irgendwo in einer Belichtungssituation seid, wo einfach wenig Licht da ist, wo der Autofokus so ganz eben noch klarkommt, habt ihr mit dem Ding hier komplett verloren. Also das ist das, was den Unterschied ausmacht zwischen einem Objektiv für 109 Euro und einem Objektiv für 1800 Euro. Ein weiteres Argument, das für dieses Teleobjektiv spricht, ist, dass man Telekonverter wie diesen TC17E2 von Nikon ansetzen kann. Also ein AFS-tauglicher 1,7-fach Telekonverter ist das. Der macht aus diesem Objektiv ein 340er Tele. Wenn man hier jetzt eine DX-Kamera dran hat, muss man die 340 mm mit 1,5 mal nehmen. Wenn man das mit einem Adapter mit der Nikon 1 verwendet, nimmt man die 340 mm mit dem Faktor 2,7 mal und dann hat man 1000 mm Brennweite. Also mit der Nikon 1 ist das hier richtig ein Mördertele. Und ich muss sagen, ich habe die Nikon 1 wirklich krass unterschätzt. Also und ich bin wirklich so schwer überrascht von der Qualität, die dieses Nikon 1 System bietet. Und wenn man das jetzt hier mit dem Adapter hinten auch dran macht, dann hat man wirklich so ein geiles Objektiv für die Tierfotografie, das glaubt man gar nicht. Die Bilder haben zwar hinter nur 10 Megapixel, aber ganz ehrlich, für die meisten Abzüge oder für die Präsentation bei Flickr im Internet und so weiter reicht das völlig. Also wenn ich so richtig viel Geld für ein Teleobjektiv ausgeben kann, dem sei geraten, nehmt euch entweder dieses Ding hier oder, wenn das Geld nicht reicht, kauft euch einfach dieses 55 bis 100, nehmt euch den FT1 Adapter und hier so eine Nikon 1, vielleicht auch eine 1V1, die hat noch einen elektronischen Sucher oder die etwas neuere 1V2, habt da 14 Megapixel. Damit seid ihr für die Tierfotografie eigentlich sehr, sehr gut gerüstet. Hier möchte ich euch nochmal einen kleinen Vergleich zeigen. Ich habe hier ein Objektiv, das ist direkt für die Nikon 1 konstruiert. Das ist ein 30 bis 110 mm Objektiv. Wie gesagt, Verlängerungsfaktor 2,7. Das also ist im Endeffekt etwa ein 300er Tele. Das hat also genauso viel Tele wie das Ding hier an der Nikon 1. Oder es hat genauso viel Tele etwa wie das hier. Also das ist schon ganz heftig. Ne? Also wenn ihr euch überlegt, ihr seid mit einer FX-Kamera unterwegs, also hier mit so einer D800, müsst ihr dieses Objektiv mit dem Telekonverter benutzen und habt letztlich die Motive, die ihr fotografiert, genauso groß abgebildet, als würdet ihr so eine kleine Nikon 1
mit diesem Objektiv benutzen. Also das ist doch schon ein echt krasser Unterschied. Stellt euch das mal vor. Also ich mache das gerade mal hier für euch. So, das ist der Unterschied. Schaut mal hier, das ist jetzt eine Nikon FA mit dem Objektiv. Die hat natürlich keinen Autofokus, das ist also nur zu Demozwecken. Alternativ diese kleine Nikon 1 dazu. Also das macht fast die gleichen Bilder wie das hier unten und ist deutlich preiswerter. Und da muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er so viel Geld dafür ausgeben möchte oder ob ihm einfach der Komfort wichtig ist und die Geldersparnis. Und wie gesagt, man kann mit diesen kleinen Nikon 1 Kameras wirklich viel Spaß haben. Die Bildqualität finde ich mehr als akzeptabel. Und statt sich für 5.000, 6.000 Euro eine Fotoausrüstung zu kaufen, die man dann auch noch überall hintragen muss, die eigentlich viel zu schwer ist, kann man wirklich mit so einer Nikon 1 mit einem kleinen Midrange-Zoom, mit dem Telezoom und hier noch diesem 18,5 mm Objektiv. Also hier haben wir eine kleine Fotoausrüstung mit eingebautem Blitzlicht. Diese Kamera mit den beiden Objektiven liegt irgendwo unter 500 Euro. Diese kleine Nikon 1 mit den beiden Objektiven kostet etwa so viel wie das hier. Also wie so ein AFS VR DX 18-200 mm. So, da müsst ihr euch einfach überlegen, wollt ihr für wenig Geld eine komplette kleine Fotoausrüstung haben, wo es sogar noch ein Blitzlicht gibt, oder wollt es wirklich auf euch nehmen, größere, schwere Objektive oder im Zweifel auch hier solche Dinger hier zu kaufen, zu bezahlen, zu finanzieren, die durch die Gegend tragen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht noch ein Wort zum Thema Filter. Wenn ihr euch mal diese kleinen Filterchen hier anguckt, also die sind wirklich niedlich. Das ist jetzt ein relativ hochwertiger Zirkularpo-Filter mit 40,5 mm Filtergewinde, der hier an dieses 18,5 mm Objektiv passt. So, der kostet fast nichts, der kostet 10 Euro und der passt zur Not in jede Hemdtasche und der passt auch an diesem und an diesem Objektiv, weil die alle das gleiche Filtergewinde haben. So, dann haben wir hier noch einen Grauverlaufsfilter und noch einen Graufilter und ich würde sagen, das ist auch ein weiterer Vorteil. Also kleine Filtergewinde sind durchaus praktisch, weil einfach die Filter auch relativ preiswert sind. Wenn ihr euch also entscheidet, im Nikon 1 Format zu bleiben, wenn ihr euch nicht schämt mit dieser Kamera und wenn es euch egal ist, dass ihr vielleicht im Zoo oder so mal ein bisschen mit belächelt werdet, wenn ihr mit so einem kleinen Teleobjektiv da rumlauft, könnt ihr auch weiterhin eine Menge Geld sparen, weil ihr einfach einen Polfilter und so weiter in kleinen Formaten kauft. Wer also einen 77er Polfilter von BMW kauft, in einer guten Qualität, der kostet schnell weit über 100 Euro, da kriegt er hier noch fast ein Objektiv mit dazu. Hier habe ich noch ein ganzes Set mit Filtern, die ich mir schon vor einigen Jahren gekauft habe. Die sind alle mit einem Filtergewinde von 67 mm und die passen im Augenblick eigentlich nur an dieses eine Objektiv. Also wenn man sich das mal vorstellt, hier steht der ganze Tisch voll und diese vielen schönen Filter passen nur an diesem einen Objektiv. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil dieses Ding hier hat 72 mm Filtergewinde, das hat 82, das hat 52, das hat 52, das hat 77, das hat 58, das hat 58, das hat 52. Also ihr seht schon, fast jedes Objektiv hat einen anderen Filterdurchmesser. Aber auch wieder Good News, es gibt relativ preiswerte Filteradapter. Damit könnt ihr diese Filter an im Grunde genommen alle Objektive adaptieren, die einen Filterdurchmesser haben, der kleiner als 67 mm ist. Also das finde ich ist eine ganz gute Sache. Besser sind aber eigentlich noch Filter, die größer sind. Also wenn ihr
anfangt mit der Fotografie und plant vielleicht irgendwann mal hier so etwas teure Objektive wie das Ding hier zu kaufen, da viel Geld für auszugeben, würde ich dazu raten, kauft auch gleich die Filter dafür. Nehmt also 77er Filter, kauft euch einen Satz mit Reduktionsringen für unterschiedliche Durchmesser von kleineren Filtergewinden und dann könnt ihr einfach diese großen Filter an allen Kameras, an allen Objektiven, die ihr habt, halt verwenden. Das ist also wirklich eine ganz gute Sache. Und ich ärgere mich heute eigentlich so im Nachhinein ein bisschen, dass ich so viel Geld für diese Filter ausgegeben habe und kann die jetzt beispielsweise an diesem schönen Objektiv überhaupt nicht benutzen, weil die eben viel zu klein sind. Damit wäre ich am Ende meines Videos. Ich hoffe, ihr konntet bis zum Schluss durchhalten. Es war ja doch eine ganze Menge an Informationen, die ich euch jetzt gerade um die Ohren gehauen habe. Aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen so die diversen Fehlkäufe, die viele Leute halt bei eBay tätigen, zu vermeiden. Also das ist ja wirklich ärgerlich, wenn man sich da ein Objektiv nach dem anderen kauft, damit ein bisschen rumspielt, dann wieder in Internetforen stöbert und so weiter. Also ich rate dazu, kauft euch gleich die richtigen Objektive, das spart eine Menge Geld, Zeit und Nerven. Also wenn ihr nicht so richtig viel Geld habt, dann macht es auch durchaus Sinn, nicht gleich hier mit so einer FX-Kamera einzusteigen, sondern da kann man halt überlegen, ob man vielleicht irgendwie eine kleine Systemkamera nimmt oder ob es vielleicht auch eine Nikon D300, ein D2X oder sowas tut. Also liebe Freunde, ich wünsche euch gutes Licht, bleibt dran, bis bald und tschüss.